Ich denke, wir beginnen wieder pünktlich, naja, um 14:32 Uhr und ich darf das erste Panel moderieren und möchte das aber auch nutzen, um mich gewissermaßen als Vertreterin des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte in diesem Panel und Kollegin von Maximilian Becker auch bei Maximilian ganz herzlich zu bedanken. Wir sind sehr erfreut und geehrt, dass er unser Institut ausgewählt hat, um hier seine wirklichen Pionierforschungen zur transnationalen europäischen Erinnerungskultur im Brennglas gewissermaßen der überlebenden Verbände im Kalten Krieg durchzuführen. Ich darf Sie zum Panel Ausformungen von überlebenden Erinnerungen zwischen Organisationen, KZ-Gedenkstätten und Familiengedächtnissen begrüßen. Wir haben fünf Vortragende und vier Vorträge, jeweils 20 Minuten. Und ich möchte gleich beginnen, aber zunächst darauf hinweisen, dass die Vorträge in einer Reihenfolge erfolgen werden und das ist dann am Schluss, wie ja die Chat-Funktion die Möglichkeit der Diskussion gibt. Und ich möchte Sie jetzt schon alle ganz herzlich einladen, hier auch mitzudiskutieren. Ich möchte nun den ersten Referenten vorstellen, in gebotener Kürze, um auch nicht die Redezeit zu überstrapazieren. Alexander Brenninger, Mitarbeiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Digital History, und einer der ganz ausgewiesenen Experten, ich erspare mir jetzt seinen CV, den können Sie nachlesen, über die Geschichte Mauthausens, vor allem auch über die Oral History, über das Oral History Projekt, über die ehemaligen Häftlinge von Mauthausen. Er wird zum Thema Bedeutung von überlebenden Organisationen in den Erinnerungen von Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen sprechen. Und Alexander, ich bitte dich um das Wort. Ja, vielen Dank, Heidemarie Uhl, und vielen Dank, Maximilian Becker und allen anderen Organisatoren für die Einladung zu dieser Tagung. Das Thema der überlebenden Verbände beschäftigt mich schon fast meine gesamte Forscherkarriere, begonnen mit den ersten Untersuchungen noch in einer studentischen Arbeitsgruppe unter Gerhard Botz zu den Befreiungsfeiern in Mauthausen, wo wir begonnen haben, eben die Relevanz von Institutionen der Überlebenden auch uns anzusehen. Und ich möchte heute aus dem von Heidemarie Uhl erwähnten Oral History Projekt auch berichten und einen ganz kleinen Aspekt daraus vorstellen. Und werde dazu jetzt mal eine Präsentation teilen, aber das müsste aktiviert werden. Die Freigabe ist noch deaktiviert bei mir. Ah ja, okay, jetzt müsste es funktionieren. Gut, sehen Sie alle die Präsentation? Ja, okay, gut. Also zwischen Nähe und Distanz, das ist in ganz kurzer, sozusagen ganz kurzen Ausdruck, was mir eigentlich am meisten aufgefallen ist, wenn man Interviews mit den Überlebenden des KZ Mauthausen liest in Bezug auf Überlebendenorganisationen. Ganz kurz, also der Vortrag reiht sich ein in eine Reihe von Forschungen unter dem Titel Europa in Mauthausen, ein vierbändiges Buchprojekt, von denen zwei Bände eben erst veröffentlicht worden sind und ein weiterer Band über die Zeit des KZ Mauthausen, die Erfahrungen im KZ in Vorbereitung ist und ein vierter Band Mauthausen überleben und erinnern ebenfalls nächstes Jahr vorbereitet wird für die Publikation. Und in diesem Band reiht sich auch die Frage ein,
welche Rolle Überlebendenorganisationen für die Überlebenden selbst spielen. Die Quellenbasis sind 859 Audio und Videos mit Interviews mit Überlebenden, die eines gemeinsam haben: sie waren alle über kürzere oder längere Zeit in Mauthausen inhaftiert. Manche fast 5 Jahre, andere nur wenige Tage. Und die Interviews wurden alle in den Jahren 2002, 2003 gesammelt in Europa, Israel, Nord- und Südamerika. Die Weiterführung des Interviewprojekts, an dem ich selbst nicht beteiligt war, war dann eine erste Ausstellung, eine On-Site-Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit einer Auswahl aus den Video-Interviews, sozusagen Personen, die in der damaligen Forschung sozusagen repräsentativ für ihr Land sprechen sollten, und dann ein Forschungsprojekt, aus dem die 4 erwähnten Bände geflossen sind und einige andere Follow-up-Projekte. Und dies nur ganz kurz zum Hintergrund. Das Interviewprojekt, das Mauthausen Survivors Documentation Project, war durchaus auch beeinflusst durch die Rolle von überlebenden Organisationen. Zum einen in Bezug auf die Interviewsammlung: Überlebendenorganisationen, das Komitee International de Mauthausen, aber auch nationale Überlebendenverbände waren wichtige Ansprechpartner, um überhaupt Überlebende zu finden, die Interviews geben sollten. Es war allerdings auch ein ganz dezidiertes Ziel des Interviewprojekts, nicht nur Überlebende zu interviewen, die in solchen Organisationen Mitglieder sind oder sogar Funktionäre sind, sondern gezielt Überlebende zu suchen, die sich außerhalb solche Organisationen bewegen. Und in dem Fragebogen, der den Interviewern und Interviewerinnen zugrunde, den Interviews zugrunde lag, war auch dezidiert die Frage nach einer Nähe zu formellen bzw. informellen Gruppen bzw. die Mitgliedschaft in solchen Gruppen inkludiert. Es zeigte sich in der Konstruktion des Projekts bzw. in der Umsetzung des Projekts sehr rasch, wie wir mittlerweile wissen, einige Probleme in Bezug auf Kritik nationaler Überlebendenorganisationen zur Abwicklung von Interviews. So protestierte etwa die tschechische Überlebendenorganisation, dass ein Regionalkoordinator bzw. eine Koordinatorin für Tschechien gleichzeitig auch die Interviews in der Slowakei durchführen sollte. Das war für diese nicht denkbar. Ähnlich war es in Ex-Jugoslawien, in den ex-jugoslawischen Ländern, wo ein gemeinsamer Regionalleiter zur Durchführung von Interviews in Slowenien, in Serbien, Bosnien-Herzegowina ebenfalls von der serbischen Überlebendenorganisation abgelehnt wurde. Auch in dem ersten Projekt, das aus dieser Interviewsammlung entstand, die genannte Ausstellung in Mauthausen, die mittlerweile noch immer als Online-Video-Ausstellung auf der Website der Gedenkstätte funktioniert, kam es zu einer massiven Kritik seitens der französischen Überlebendenorganisation Amicale de Mauthausen an der Auswahl des französischen Interviewpartners, hier im Bild Jean-Laurent Cray aus Grenoble, der kein Mitglied der Amicale war, womit wir lange Diskussionen hatten, diese Auswahl zu rechtfertigen. Die Rolle der Überlebendenorganisationen ist gerade im Falle der KZ-Gedenkstätte Mauthausen besonders bemerkenswert. Dies erklärt sich im Wesentlichen aus der Geschichte der Gedenkstätte bzw. der Rolle Mauthausens in der österreichischen Erinnerungspolitik nach 1945. Heidemarie Uhl hat darüber ja ausführlich geschrieben. Ich möchte dann gar nicht mehr im Detail eingehen. Ich glaube, das ist vielen bekannt. Auf jeden Fall hat das relativ geringe Interesse bis Desinteresse des offiziellen Österreichs an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen nach 1945 und speziell dann nach 1955, nach dem Abzug der Alliierten, dazu geführt, dass Überlebendenorganisationen einen
deutlich größeren Einfluss auf die Gestaltung Mauthausens als Gedenkstätte hatten, als in vergleichbaren Gedenkstätten, sowohl in Westdeutschland als auch in der DDR. Das zeigt sich in einem ersten Vorschlag des Oberösterreichischen KZ-Verbandes, ein Denkmal in Mauthausen zu errichten, bereits im Mai 1946. Das zeigt sich in den beginnenden Pilgerfahrten, vor allem der französischen Überlebendenorganisation Amicale de Mauthausen und den ersten Denkmalsetzungen. Sie sehen im Bild das französische Denkmal, das erste dieser vielen nationalen Denkmäler, die in Mauthausen errichtet wurden. Und dem Wunsch oder dem Plan der österreichischen Regierung entgegenstanden, ein einziges Denkmal für alle Überlebenden, für alle Toten des Lagers zu errichten, der Gedenkstein, der sich auf dem Appellplatz befindet. Und dieses erste nationale Denkmal war auch dann Anschlusspunkt für alle weiteren nationalen Denkmäler. Auch die Befreiungsfeiern werden von Überlebendenorganisationen organisiert, ursprünglich dem KZ-Verband, dem Komitee International, der Lagergemeinschaft und mittlerweile dem Mauthausen-Komitee Österreich. Wir sehen erst mit der Gedenkstättenreform und der Professionalisierung der Gedenkstättenarbeit ab Ende der 1990er Jahre, ab im Prinzip der 2000er Jahre, dass der Einfluss der überlebenden Organisationen auf die Gestaltung der Gedenkstätten schwindet. Das äußert sich in Konflikten. Ich habe in persönlichen Gesprächen bei Archivrecherchen in Paris zum Beispiel sehr viele Beschwerden gehört von Repräsentanten der Amicale de Mauthausen, dass ihre Stimme in Österreich nicht mehr gehört wird. Und in den letzten Jahren gab es diese Konflikte vor allem im Bereich des Umgangs mit den Überresten, dem Bau eines Lifts im sogenannten Garagenhof von Mauthausen, der von der Amicale massiv abgelehnt wird als eine Intervention in die historische Substanz der Gedenkstätte, die Sperre der sogenannten Todesstiege seit mehreren Jahren oder auch von polnischer Seite vor allem die Zukunft der Überreste des KZ Gusen. Ganz kurz nur, Maximilian Becker hat ja im Prinzip schon gesagt, welche Rolle Überlebendenorganisationen nach 1945 gespielt haben, welche Fragen es gibt. Also auch im Falle Mauthausens kam es in vielen Ländern rasch zur Gründung von Organisationen nach der Rückkehr. Im Vorbild waren vor allem in Westeuropa Veteranenorganisationen des Ersten Weltkriegs. Und was für mich sehr interessant ist, dass sich sehr viele dieser Gründungen anhand der Lager orientierten. Das heißt, Überlebende eines bestimmten Konzentrationslagers formierten ihre eigenen Organisationen. Es gibt Lagergemeinschaften, die eben die Überlebenden von Dachau, von Mauthausen, von Ravensbrück, von Buchenwald zusammenfassen. Gleichzeitig gab es in der frühen Nachkriegszeit auch sehr viele Dachorganisationen und immer noch den Versuch, sozusagen eine gemeinsame Organisation aller Überlebenden zu gründen. Diese Dachorganisationen haben sich vor allem dann ab 1948, 1949 im Kalten Krieg vor allem nach politischen Zugehörigkeiten gespalten und waren in zwei Richtungen orientiert. Einerseits, ich nenne das inklusiv bzw. exklusiv, das heißt, es gab Organisationen, in denen dezidiert nur Widerstandskämpfer aufgenommen wurden, andere, in denen auch etwa jüdische Überlebende oder nicht politisch verfolgte Organisationen aufgenommen wurden. Auch hier merkt man dann ab der Jahrtausendwende eine Veränderung, die auch zum schwindenden Einfluss auf die Gestaltung der Gedenkstätte führen, nämlich die Ablöse der Überlebenden aufgrund einfach demografischer Gründe, des Wegsterbens der Zeugengeneration und der Übernahme der Funktionen in diesen Verbänden durch eine zweite Generation oder auch sogenannte Freundeskreise. Für Mauthausen spielen sozusagen eine ganze Reihe unterschiedlichster Organisationen eine Rolle. In den Interviews
werden etwa supranationale Dachorganisationen wie das Comité International de Mauthausen und auch die Fédération Internationale de la Résistance selten erwähnt. Auch die nationalen Dachorganisationen in Frankreich, die FNDRP zum Beispiel oder das SPOWiD in Polen, kommen in den Interviews praktisch nie vor. Dagegen spielen nationale Lagerorganisationen, eben wie die Amicale de Mauthausen, die Lagergemeinschaft Mauthausen in Österreich, gerade in Ländern wie Frankreich, Österreich und Serbien eine sehr große Rolle. Was in den Interviews wesentlich in manchen Ländern wesentlich stärker vorkommt, sind regionale Organisationen. Die ANET in Italien ist vor allem nach Regionen organisiert, ebenso die Mauthausen-Gusen-Clubs in Polen. Bei jüdischen Überlebenden findet man diese Organisationen überhaupt nicht. Es gab zwar in den DP-Camps die Gründung von Landsmannschaften, vor allem auch nach der regionalen Herkunft der Überlebenden, aber in den Interviews sind es vor allem lokale Initiativen, die Gründung von Holocaust-Museen, Ausstellungsinitiativen, die erwähnt werden oder auch nur katholische Frauenorganisationen, in denen sich Überlebende treffen, Frauenorganisationen, in denen sich Überlebende treffen und austauschen können. In Israel fehlen Organisationen in diesem Sinn als Überlebendenorganisationen in den Interviews praktisch komplett. Was wir aber sehen können, ist, dass sich Überlebende, die in selben Lager befreit wurden, sehr häufig auch gemeinsam in Siedlungen, in Kibbutz, die im Unabhängigkeitskrieg, nach dem Unabhängigkeitskrieg in Israel gegründet werden, ansiedeln und dort lokale Erinnerungsgemeinschaften bilden. Ich möchte aus all diesen unterschiedlichsten Organisationsformen eine einzige Gruppe jetzt herausnehmen und darauf eingehen, weil ich glaube, dass sich diese Gruppe ganz besonders eignet, um die Problematiken von der Rolle oder diese Fragen, welche Rolle spielen Überlebendenorganisationen überhaupt im Leben der Überlebenden, wo man nachgehen kann. Und das sind die spanischen Überlebenden. Die spanischen Überlebenden waren ja in einer ganz speziellen Situation. Sie waren politisch verfolgt als Anhänger der Spanischen Republik, als Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg. Sie waren geflohen nach Frankreich nach dem Ende des Bürgerkrieges, dort zum großen Teil verhaftet worden als Angehörige der französischen Armee und ab August 1940 zum größten Teil nach Mauthausen deportiert worden, wo etwa 2/3 von ihnen umkamen. Sie aber dann ab etwa Ende 1942 zumindest ein Teil dieser spanischen Häftlinge durchaus in privilegierte Positionen als Häftlingsfunktionäre aufsteigen konnten. Nach der Befreiung stellte sich für die spanischen Überlebenden vor allem die Frage, wohin gehen? Die Rückkehr nach Spanien war für viele nicht möglich, da sie politisch exponiert waren und durch das Franco-Regime eine erneute Verfolgung befürchteten. Deshalb sind die meisten der überlebenden Spanier zunächst nach Frankreich gegangen. Und in Frankreich werden auch die ersten Organisationen gegründet. Viele der überlebenden Spanier schließen sich der französischen Amicale de Mauthausen, die im Mai 1945 gegründet wurde, an. Im Oktober wird eine eigene spanische Organisation, die FEDIP, gegründet, in Südfrankreich, wo sehr viele spanische Überlebende gelebt haben. Und 1962 wird in Spanien noch unter der Franco-Diktatur eine eigene spanische Amicale de Mauthausen gegründet, die allerdings lange Zeit im Untergrund agieren muss und erst nach dem Ende des Franco-Regimes 1978 legalisiert wird. Dazu waren spanische Überlebende aber auch in den politischen Exilorganisationen wie der spanischen KP, der Gewerkschaft CNT organisiert. Also es gab eine ganze Reihe von Organisationen, die sich um die Anliegen der überlebenden Spanier kümmerten.
wenn man einen einfachen Word Count macht, was kommt? Alexander, ganz kurz, du hast noch 5 Minuten, ja? 5 Minuten, okay. Wie oft sprechen Überlebende über solche Organisationen? Dann fällt auf, es ist überraschend wenig, obwohl die Fragen dezidiert gestellt werden. Und ich möchte nur auf ein paar Interviewzitate eingehen. Das erste ist, für Spanier ging der Krieg weiter. Sie kamen zurück nach Paris, nach Frankreich, in ihr Exilland, und die offiziellen Organisationen CNT oder KP wollten den Kampf gegen das Franco-Regime weiterführen. Das war ein Konflikt für viele der Überlebenden, die genug vom Krieg hatten, nachdem sie mehrere Jahre im Mauthausen gelitten hatten. Sehr viele sind sehr rasch dieser Amicals beigetreten, oder der FEDIP beigetreten. Pablo Escribano Cano hat das in seinem Interview sehr stark betont. Er ist immerhin auch der Fahnenträger der französischen Delegation in Mauthausen geworden. Was in den Interviews immer wieder angesprochen wird, ist die soziale Funktion dieser überlebenden Organisationen. José Ayat Garcia erzählt, er ist nur durch eine Empfehlung einer solchen Organisation zu einer Arbeit gekommen. Wir sehen das auch bei der Forderung, bei den Ansprüchen auf Pensionen, auf Entschädigungen. Dort spielen diese Organisationen in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine sehr große Rolle. Und eine dritte Funktion ist, es waren diese Organisationen, in denen die Überlebenden über das, was sie erlebt hatten, was sie in Mauthausen erlebt hatten, sprechen konnten. Außerhalb dieser Organisationen war das selten möglich. Und sehr viele haben auch mit ihrer Familie nicht gesprochen. Dies war der einzige Raum, in dem sie über ihre Erfahrungen sprechen konnten. Es gab allerdings auch durchaus Kritik an diesen Organisationen, ebenfalls schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Wie Francisco Batiste Beiler erzählt, der Einfluss der Organisation auf sein privates Leben, er wollte heiraten und durfte dies nur kirchlich, das ist für ihn der falsche Weg gewesen. Cáceres Rodríguez, ein anderer Überlebender, hat sich mit diesen Organisationen nie angefreundet. Als die spanische Amical in den 60er Jahren gegründet wurde, sollte er dabei sein bei der Gründung, aber für ihn war gerade dieses Erinnern an Mauthausen das Schlimmste, was für ihn war. Er war einer jener, die vergessen wollten. Und mein vorletztes Zitat: Carlos Cabeza Letosa ist einer der größten Kritiker dieser überlebenden Organisationen in seinem Interview. Er spricht von der spanischen Amical als einem Diebesnest, weil alle, die in Mauthausen waren, bereits tot sind oder die jetzt da drin sind, alles mitgemacht haben, außer der Deportation. Das ist ein Vorwurf, der sehr hart klingt, aber zwei Ursachen hat. Zum einen berichten Überlebende von Mauthausen, dass es nach 1945 durchaus sehr viele Spanier gab, die freiwillig nach Deutschland zur Arbeit gegangen sind und sich nun als Deportierte ausgaben. Und zum anderen klingt hier auch schon an der Vorwurf, dass die Amical von Barcelona einen Präsidenten hatte, der 2005 enttarnt wurde, der kein KZ-Überlebender war. Und es gab damals im Jahr 2003 schon Gerüchte darüber. Mein Fazit in dem Sinn zeigt sich in einem Interview von Eusebio Pérez Martín. Es gibt sehr häufig diese Forschungen, gerade in Westeuropa, einer gemeinsamen Solidarität der Häftlinge, die sich in den überlebenden Organisationen fortsetzt. Pérez Martín betont, es gab nie so eine gemeinsame Solidarität, eine Union aller Spanier, weder in vor Mauthausen, noch in Mauthausen, noch nach Mauthausen. Es gab die Kommunisten, es gab die Anarchisten und es gab noch völlig andere. Am Beispiel der spanischen Überlebenden zeigt sich sehr genau, dass sich die politischen Rivalitäten und Antagonismen, die in die Zeit der Republik zurückgehen,
auch im Lager und nach der Befreiung fortgesetzt haben. Es gab die Konkurrenzen der unterschiedlichen überlebenden Organisationen. Am wesentlichsten die größte Rolle, die überlebenden Organisationen in den Interviews für spanische Überlebende spielen, ist jene als soziale Institution über die regelmäßigen Treffen, den Austausch, die Pilgerfahrten nach Mauthausen und die sozialen Rechte und als soziale Orte des Erinnerns, auch wenn manche daran nicht teilhaben wollten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Man hört nichts. Heidemarie, dein Mikrofon. Danke, Alexander Brenninger. Und ich denke, der Vortrag war ein hervorragender Auftakt, um dieses Feld in seiner ganzen Differenziertheit, Segmentierung, in seinen Widersprüchen zu zeigen, die ideologisch, die national differenzierten Gruppierungen, die alle unter diesem Umbrella-Term überlebenden Organisationen hier verhandelt werden. Und ein Stichwort vielleicht noch, das du auch andeutest, nämlich die Legendenbildungen, die sich natürlich auch mit den Vorstellungen, die durch die überlebenden Organisationen über das Lager auch entfaltet wurden. Und danke auch für die Zeitdisziplin. Aus diesem Grund möchte ich gleich erstens Sie alle daran erinnern, dass Sie natürlich schon bereits jetzt im Chat Ihre Fragen stellen können. Ich werde sie dann sammeln. Und zweitens den zweiten Vortragenden dieses Panels vorstellen. Christian Rabel, wissenschaftlicher Leiter des Zeithistorischen Zentrums in Melk, der zu KZ-Geschichte und Nachkriegsjustiz forscht, Public History und vor allem die Frage des KZ-Komplexes Mauthausen vor Gericht in seiner Dissertation behandelt hat. Also bitte, wir bleiben in Österreich gewissermaßen von Mauthausen zur KZ-Gedenkstätte in Melk. Christian Rabel, darf ich Ihnen das Wort geben? Ja, wunderbar. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Hallo allerseits. Ich melde mich aus Melk. Ich hoffe, Bild und Ton sind in Ordnung. Ich werde gleich mal den Bildschirm teilen und beginne dann mit meinem Vortrag. So. Ja, ich hoffe, das ist jetzt sozusagen gut zu sehen. Mein Vortrag widmet sich dem Thema umkämpftes Erinnern zur Geschichte der KZ-Gedenkstätte Melk. Und zwar versteht sich mein Vortrag als Werkstattbericht zu einem aktuell noch laufenden Projekt, das sich eben mit der Entwicklungsgeschichte der Gedenkstätte in Melk beschäftigt. Ich muss vorausschicken, dass es aufgrund der aktuellen Einschränkungen bislang leider noch nicht möglich war, alle für das Projekt relevanten Archive zu besuchen. Ich werde daher versuchen, auf Basis dessen sozusagen, was bislang zugänglich war und zugänglich ist, die wesentlichen Entwicklungen der ersten Phase dieser KZ-Gedenkstätte, Gedenkstättenentwicklung zusammenzufassen. Und das geht ungefähr bis 1963, bis zur Widmung des ehemaligen Krematoriumsgebäudes als öffentliches Denkmal. Ich möchte aber zunächst beginnen, weil ich nicht genau weiß, sozusagen, ob alle so genau Bescheid wissen über dieses Außenlager in Melk, mit einem kurzen Überblick zur Geschichte dieses Außenlagers in Melk. Und zwar ja, ist es auch sozusagen relativ aktuell. Vor 77 Jahren jährt sich sozusagen die Eröffnung dieses Außenlagers. Am 21. April 1944 wurden die ersten 1000 KZ-Häftlinge, überwiegend französischer und griechischer Herkunft, vom KZ Mauthausen aus hier nach Melk transportiert.
Nach ihrer Ankunft am Bahnhof wurden sie von der Lager-SS über einen kleinen Anstieg durch das bekannte Melker-Cottage-Viertel in die Birago-Pionierkaserne getrieben. Eine Kaserne, die schon ab 1912 von dem bekannten Architektenduo Theiss und Jaksch erbaut worden ist und die sich auch bis heute hier befindet, sehr gut sichtbar und repräsentativ auf einer Anhöhe direkt gegenüber des berühmten Benediktinerstifts Melk. Eine ganz spezielle Perspektive von dort, die auch natürlich die Häftlinge hatten und die sich auch für die Häftlinge hieraus ergab. Und die fand auch immer wieder Eingang in die Erinnerungen, aber auch in einen sehr berühmten Film, Nacht und Nebel von Alain Resnais. Aus diesem Film entnommen, diese eine Einstellung, der Blick vom Lagergelände auf das Stift Melk. Und dazu, ganz gut passend, denke ich, zum Einstieg auch ein Zitat des ehemaligen Melker Häftlingsarztes Ladislaus Sütsch, der in seinem Buch Zählappell das Folgende geschrieben hat, ich zitiere: Alle Betten in unserem kleinen Raum sind doppelt oder dreifach belegt. Sogar am Boden stöhnen welche unter jenem Fenster, durch das die imposante Kuppel des Stiftes hereinguckt. Für mich ist sie jetzt wie ein Marktweib, das mit breitem Hintern auf dem Gebäude hockt. Oh, wie ich dieses einst bewunderte, aufmüpfige Gebäude hasse. Zitat Ende. Das Außenlager Melk war neben Ebensee eines der größten im Mauthausen-Komplex. Innerhalb eines Jahres waren hier ungefähr 14.400 KZ-Häftlinge interniert. Das Areal ist auch hier auf diesem Luftbild vom Dezember 1944 zu sehen. Im Jänner 1945 befanden sich ca. 10.400 KZ-Häftlinge gleichzeitig auf diesem Areal, das eigentlich nur für maximal 7.000 Häftlinge ausgelegt war. Das deutet sozusagen auch schon darauf hin, wie prekär die Lebenssituation der KZ-Häftlinge in Melk auch gewesen ist. Zweck dieses Außenlagers war die sogenannte Uferlagerung. Also die KZ-Häftlinge wurden unter dem Decknamen Projekt Quarz gezwungen, unter dem sogenannten Wachberg eine Stollenanlage zu errichten. Und ab dem Herbst 1944 wurde dort im Auftrag der Steyr-Daimler-Buch AG auch schon mit der Produktion von Weltlagern für die Rüstungsindustrie begonnen. Der Stollen unter dem Wachberg ist übrigens bis heute erhalten. Die Eingänge sind jedoch derzeit aus Sicherheitsgründen verschlossen. Was sich in der Nähe befindet, nämlich auf dem Weg zur täglichen Zwangsarbeit der KZ-Häftlinge, wurden zwei Verladebahnhöfe errichtet, Holzbahnsteige, von denen aus die Häftlinge von Melk nach Roggendorf in den kleinen Dorf transportiert wurden, das sich eben am Fuße dieses Wachbergs befindet. Und am Standort dieses ehemaligen KZ-Haltepunktes befindet sich heute ein Mahnmal, das hier auf dem Bild auch zu sehen ist. Die kontinuierliche, direkte und strukturelle Gewalt kostete in Melk fast 5000 KZ-Häftlinge das Leben, wobei die Todesrate insbesondere ab der zweiten Hälfte 1944 dramatisch angestiegen ist. Und das hat auch dazu geführt, dass die Lager-SS in Melk im Herbst 1944 mit dem Bau eines lagereigenen Krematoriums begonnen hat, und zwar an der Westseite des Lagers, wie auch hier mit dem roten Kreis markiert. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Zweck dieses Ofens war es eben, die zahlreichen Leichen und die immer mehr ansteigende Zahl der Leichen, die in Melk anfielen, sozusagen nicht mehr nach Mauthausen transportieren zu müssen, sondern sie gleich direkt vor Ort in diesem Krematorium verbrennen zu können. Wie auch bei vielen anderen Bauvorhaben engagierte die Lager-SS für die Errichtung des Krematoriums ein örtliches Bauunternehmen, nämlich das Unternehmen des damaligen Stadtbaumeisters Franz Traule. Für diesen Bau bekam er auch, wie das sozusagen auch damals üblich war, KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter zur Verfügung gestellt, die in einem Arbeitskommando für ihn dieses Krematorium errichten mussten. Das waren überwiegend französische Häftlinge, die später auch sozusagen ganz wesentlich die Gedenk- und Erinnerungskultur in Melk geprägt haben. Dazu komme ich dann noch. Von Anfang Dezember 1944 bis zur Lagerschließung im April 1945 wurden in diesem Verbrennungsofen der Firma Cori rund 3.500 Leichen verbrannt.
ziemlich genau ein Jahr nach der Errichtung des Lagers verließ der letzte Rücktransport Melk, und zwar am 15. April 1945, und erreichte 5 Tage später das Außenlager in Ebensee, also morgen in 76 Jahren. Vor 76 Jahren war das. Dort wurden die überlebenden Häftlinge überwiegend befreit, eben von US-Einheiten am 6. Mai 1945. Diese Entwicklung in der letzten Phase, also die Evakuierung des Lagers und die Räumung, zeigt meiner Ansicht nach auch 3 wichtige Punkte auf, in denen sich Melk unterscheidet von anderen Gedenkstätten, beispielsweise Ebensee oder auch Mauthausen. Es fand in Melk keine Lagerbefreiung im eigentlichen Sinne statt. Es bedurfte also in Melk nach Kriegsende auch keiner Betreuung von unterernährten oder kranken Häftlingen durch die Befreier, so wie das eben auch in Mauthausen, Gusen oder Ebensee der Fall war. Außerdem kam es in Melk auch zu keiner Konfrontation der Ortsbevölkerung mit den Verbrechen des KZ-Systems, wie das beispielsweise eben bei der Bestattung von Leichen in Mauthausen der Fall gewesen ist. Zudem hinterließ die Lager-SS in Melk keinerlei Massengräber bzw. auch keine sterblichen Überreste der hier ermordeten Häftlinge. Und zum Dritten kam es bereits ab Mitte 1945, also unmittelbar nach Kriegsende, zu einer Nachnutzung des ehemaligen KZ-Areals als sowjetische Garnison bzw. ab 1946 auch als Lager für sogenannte Volks- und Sudetendeutsche Umsiedlerinnen. Als einziger Ort bzw. als einziges Gebäude mit, wenn man so will, Friedhofscharakter blieb das Krematoriumsgebäude übrig. Und wohl nicht zuletzt auch deswegen, aus diesem Grund fokussierten sich die Bemühungen der überlebenden Verbände auf dieses Gebäude ganz besonders. Ja, wie gesagt, die sowjetischen Truppen hatten das Lager Melk am Vormittag des 8. Mai quasi in Besitz genommen, das leerstehende Kasernenareal, und hatten hier dann zwischen 1946 und 1948 eine Garnison eingerichtet, beziehungsweise befand sich hier eben auch dieses erwähnte UmsiedlerInnenlager, das ungefähr 70.000 Menschen durchliefen innerhalb dieser 3 Jahre von 1946 bis Ende 1948. Und danach diente das Areal bis zum Abschluss des Staatsvertrags auch als ziviler Wohnort für Melker BürgerInnen. Und ab 1956 oder seit 1956 auch bis heute noch ist wieder das österreichische Bundesheer mit einem Pionierbataillon hier in Melk stationiert. An dieser Stelle ein aktueller Einschub. Ich möchte hier erwähnen, dass es erst im September 2020, seit damals im Eingangsbereich der Birago-Pionierkaserne erstmals eine Gedenktafel installiert wurde, die auch auf die Geschichte dieses Areals als KZ-Standort hinweist. Wohingegen bereits seit 2010 eine Gedenktafel an die Funktion als sogenanntes Durchgangslager erinnert. Die Nachnutzung des ehemaligen KZ-Areals, die ich jetzt nur ganz kurz anreißen konnte, schloss von Beginn an nicht das Krematoriumsgebäude mit ein. Das Gebäude, eben dieses ehemalige Krematorium, wurde nach Kriegsende vollständig geplündert. Und übrig geblieben ist eigentlich nur noch das nackte Mauerwerk und der Verbrennungsofen. Und nachdem aber das ehemalige Krematorium spätestens ab 1947 regelmäßig von KZ-Überlebenden sowie auch von Nachkommen von Melker KZ-Opfern unterschiedlicher Herkunft besucht wurde, ließ natürlich die Kritik am schlechten Zustand des Gebäudes nicht lange auf sich warten. Hier ein Foto aus dem Jahr 1948 von einer schon vom Kollegen Bremminger erwähnten Pilgerfahrt französischer Angehöriger der Amikal de Mauthausen nach Melk. Und am 10. Jänner 1948 berichtete etwa auch der neue Mahnruf unter Berufung auf den Generalsekretär des Internationalen Mauthausen-Komitees Heinrich Dürrmayr über den schlechten baulichen Zustand des ehemaligen Krematoriums in Melk. Und auch der Generalsekretär der Amikal de Mauthausen, Emil Vallée, hatte sich im Rahmen einer Pilgerfahrt, eben die hier zu sehen ist, vom katastrophalen Zustand des Gebäudes und ein Bild gemacht und hatte sich an den Internationalen Verband der WiderstandskämpferInnen gewandt. Dieser wiederum hat sich dann an Bundeskanzler Leopold Fiegel gewandt, wie auch der neue Mahnruf wiederum berichtet in seiner Ausgabe vom 15. November. Und ich möchte daraus kurz einige Auszüge zitieren. Mit Bestürzung hat das Generalsekretariat Kenntnis erhalten, dass sich die Lager Mauthausen, Gusen 1 und 2, Melk und Ebensee in einem vollkommen vernachlässigten Zustand befinden. Das Lager Melk ist im Begriff zu verschwinden.
Diese Orte sollten jedoch heilig sein und es hat den Anschein, als ob man mit allen Mitteln die Spuren der von einem verhassten Regime begangenen Verbrechen verwischen möchte. Zitat Ende. Ja, also wie berechtigt diese Befürchtung war, zeigt das folgende Zitat. Das stammt aus einem Aktenvermerk der niederösterreichischen Landesregierung aus dem Jahr 1948. Zitat. Da im Laufe der Zeit zu erwarten ist, dass den Ausländern der Gedanke, dass das in Österreich gelegene Lager ausschließlich von Reichsdeutschen verwaltet wurde, abhanden kommt und uns Österreichern, die von den Reichsdeutschen verbrochenen Gräueltaten zur Last gelegt werden, wäre empfehlenswert, ein Gedenkmal unter Verwendung einer entsprechenden Skulptur zu errichten und sodann diese Baracke mit dem grauenvollen Inhalt des Verbrennungsofens zu schleifen. Zitat Ende. Wie weit die Pläne zu dieser Schleifung des Gebäudes bzw. auch zur Errichtung eines Mahnmals bereits gediehen waren, zeigt die Tatsache, dass es ja auch schon erste Skizzen für ein solches Denkmal gab, wie hier im Bild zu sehen ist. Aber die Interventionen der Häftlingsverbände, die in ihren Bemühungen um den Erhalt des Gebäudes auch von sowjetischer und französischer Seite unterstützt wurden, führten letztlich dazu, dass das Gebäude vorerst erhalten blieb. Einerseits hatte nämlich der sowjetische Stadtkommandant von St. Pölten diesen Abrissplänen von Stadt Melk und Land Niederösterreich eine Absage erteilt. Andererseits war aber auch der französische Hochkommissar General Betoire mitbeteiligt, der ja in einem engen Kontakt mit VertreterInnen der Amicale de Mauthausen stand und diese auch aktiv bei der Organisation und Durchführung ihrer Pilgerfahrten unterstützt hat. Die Amicale de Mauthausen war es dann auch, die der drohenden Schleifung des Gebäudes im Herbst 1949 auch einen Akt der Aneignung sozusagen entgegensetzte, und zwar in Form einer ersten Gedenktafel, die am Schornstein des Krematoriums angebracht wurde, sowie einer weiteren kleineren Gedenktafel im Innenbereich. Entworfen wurden die Tafeln übrigens von Wilhelm Schütte, der auch im gleichen Jahr die enthüllten Denkmäler der Amicale im Ebensee, Busen und Hartheim entworfen hat. 1950 erfolgte auf Anregung des Melker Kasernenkommandanten die vollständige räumliche Trennung des ehemaligen Krematoriumsgebäudes vom Rest des Kasernenareals, wie auf dieser Skizze aus dem Jahr 1950 hoffentlich halbwegs gut zu erkennen ist. Das Krematoriumsgebäude erhielt einen separaten Zugang und wurde mit einem Zaun räumlich von der Kaserne abgeschnitten. Der neue Gedenkbereich wurde im Zuge einer Zeremonie am 2. Juli 1950 offiziell der Stadt Melk übergeben, die künftig für die Betreuung und Erhaltung verantwortlich sein sollte. Der entsprechenden Feier am 2. Juli wohnten, wie auch wiederum der neue Mahnruf berichtete, neben offiziellen VertreterInnen auch rund 300 KZ-Überlebende bei. Im Innenbereich ließ das Land Niederösterreich folgende Gedenktafel anbringen. Gleichzeitig mit der Übergabe des Gebäudes an die Stadt Melk stimmten die sowjetischen Behörden auch der Renovierung des völlig desolaten Gebäudes zu. Und hier treffen wir wieder einen alten Bekannten aus der NS-Zeit, nämlich Baumeister Franz Traule, der das Krematorium mit Hilfe von KZ-Zwangsarbeitern, wie schon erwähnt, errichtet hatte. Er wurde nämlich auch mit der Renovierung 1950 beauftragt und hat diese auch durchgeführt. Ja, wie sich dann rasch gezeigt hat, brachte die Übergabe des Gebäudes an die Stadt Melk jedoch keine Verbesserung der Situation. Die Stadt zeigte keinerlei Interesse daran, das Gebäude samt dem es umgebenden Gartenbereich adäquat zu pflegen oder zu betreuen. Und so flammte die nationale und internationale Kritik am schlechten Zustand des Gedenkortes Mitte der 50er Jahre erneut auf. Bei einem Besuch im Juli 1956 stieß die Amicale de Mauthausen erneut auf eine offenbar völlig desolate Gedenkstätte. Der Präsident der Amicale, Gilbert Refus, und Generalsekretär Emil Vallée zeigten sich in einem Brief an den damaligen Melker Bürgermeister Karl Schwied entrüstet. Zitat: Als unsere Gruppe zum Verbrennungsofen des Melker Lagers kam, stellten wir mit Bestürzung fest, dass die Fensterscheiben eingeschlagen, die Türen herausgerissen und die Schlösser gestohlen waren. Die Familien der Opfer, die Freunde der Letzteren, die nicht den Trost haben, an einem Grabe ihrer zu gedenken, begeben sich zum Einäscherungsofen, um jene zu ehren, die alles für ihr Vaterland und für die Freiheit der Welt geopfert haben. Wir sind der Meinung, dass solche Roheitsakte ein Schimpf für ihr Andenken sind. Zitat Ende. Die Kritik fand diesmal aber auch in den Melker Lokalmedien Niederschlag. Immerhin stand ja auch der gute Ruf Melks als Tor zur Wachau auf dem Spiel.
Die Melker Rundschau berichtete unter dem Titel Mehr Ehrfurcht, dass, Zitat, vermutlich Buben eine Reihe von Fensterscheiben eingeschlagen und noch sonstigen Unfug getrieben hätten, Zitat Ende. Derlei Verwahrlosung sei insbesondere aufgrund der zur Reisezeit verstärkt nach Melk kommenden Angehörigen der Melker KZ-Opfer besonders peinlich und es bestehe die Gefahr, dass diese meist ausländischen Gäste, Zitat, den denkbar schlechtesten Eindruck von Melk bekommen, Zitat Ende. Der Kritik ebenfalls angeschlossen hat sich Werner Priebil, seines Zeichens erster Kommandant der eben erst wiedereröffneten Birago-Kaserne, und auch er zeichnet ein wenig schmeichelhaftes Bild vom Zustand der Gedenkstätte. Ich zitiere noch einmal: Die Gedenkstätte macht einen ungepflegten Eindruck, der Rasen um diese ist verunkrautet, die Schotterung der Wege ist teilweise von Gras überwuchert, der Zaun um die Gedenkstätte fehlt am Westende dieser zur Gänze. An den anderen Seiten besteht er aus Altholz und völlig verrostetem Stacheldraht, der behelfsmäßig gezogen ist und einen desolaten Eindruck macht. Zitat Ende. Herr Habel, ich möchte noch darauf hinweisen, Sie haben noch 5 Minuten Zeit, ja? Dankeschön, es geht sich aus. Perfekt. Ja, und wie reagierte jetzt der Melker Bürgermeister Karl Schmid auf die Kritik von allen Seiten? Er griff 1959 die alte Idee wieder auf und forderte einmal mehr die Schleifung des Gebäudes und die ersatzweise Errichtung eines gefälligen Mahnmals sowie, sofern bekannt, die Nennung der Namen der Opfer. Inzwischen war aber auch das Komitee National der Mauthausen neuerlich auf den Plan getreten und trat mit mehreren Forderungen an Bundeskanzler Julius Raab heran. Eine Forderung war auch die Instandsetzung und würdige und pietätvolle Pflege der Krematoriumsanlage in Melk. Ja, und so kam es letztlich zur Widmung als öffentliches Denkmal. Und zwar am 12. Jänner 1962 stellte der damalige Innenminister Afritsch unter Bezugnahme auf die Widmung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die ihm auch öffentliches Denkmal war, den Antrag im Ministerrat, das ehemalige Krematorium in Melk samt Gartenbereich zum öffentlichen Denkmal zu erklären. Und somit ging die Zuständigkeit offiziell von der Stadt Melk an das Bundesministerium für Inneres über. Die Einweihung der im Vorfeld erneut renovierten Gedenkstätte erfolgte am 13. März 1963, hier im Bild zu sehen, durch den damaligen niederösterreichischen Landeshauptmann Leopold Fiegel. Und auf dem nächsten Foto sehen wir wieder einen sozusagen alten Bekannten. Das ist der Herr Straule, der auch bei dieser Einweihungsfeier dabei gewesen ist, aber auch an prominenter Stelle mit dabei war der damalige Landeshauptmann Stellvertreter, frühere Justizminister von der SPÖ, Otto Czadek. Er ist hier, ich habe ihn mit Pfeil markiert, eben im Eingangsbereich der Melker Gedenkstätte neben Leopold Fiegel im Bild zu sehen. Czadek ist insofern eine interessante Figur, weil er auch während der NS-Zeit als Marinerichter in Kiel tätig war und in dieser Funktion, wie Thomas Geldmacher vor einigen Jahren bereits aufgezeigt hat, mehrere NS-Todesurteile zu verantworten hatte. Ja, mit der Widmung des ehemaligen Krematoriums als öffentliches Denkmal wurde das Gebäude dauerhaft gesichert, wenn auch auf überschaubarem Niveau bis heute. In den folgenden Jahren entstanden im Innenraum sowie im Gartenbereich zahlreiche neue nationale sowie individuelle Denkmäler und Gedenktafeln. Zuletzt wurde etwa im Mai 2018 in Reaktion auf eine langjährige Forderung verschiedener Opferverbände die sogenannte Wand der Namen umgesetzt, auch in Kooperation eben mit der Gedenkstätte Mauthausen. Sie enthält seither die Namen der 4.884 bekannten Opfer des Melker Außenlagers. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es auf Basis der zeithistorischen Beschäftigung mit dem Projekt Quarz von Bertram Perz auch eine Dauerausstellung innerhalb des Krematoriumsgebäudes, die er gemeinsam mit Gottfried Fliedl verwirklicht hat und die auch bis heute unverändert so zu sehen ist. Was die Gedenkfeiern betrifft, so ist die Amikal der Mauthausen auch heute noch zentral beteiligt an der Durchführung, nicht an der Organisation. Die wird seit einigen Jahren vom Verein Merkwürdig, eben vom Zeithistorischen Zentrum auch organisiert, in Kooperation mit dem Mauthausen-Komitee Österreich. Und seit einigen wenigen Jahren, und das wären sozusagen auch meine Abschlussworte jetzt, kann man attestieren, dass es nun endlich, später aber doch, eine relativ konstruktive Zusammenarbeit unsererseits mit der Stadt Melk gibt, die auch das Büro, in dem ich jetzt sitze, zur Verfügung stellt, kostenlos,
als auch mit der Pionierkaserne gibt. Diese Pionierkaserne oder die Leitung der Pionierkaserne ermöglicht es uns seit einiger Zeit auch, mit Grundwehrdienern zu arbeiten, die in Melk ihre Wehrpflicht absolvieren. Und darüber hinaus ist es auch unbürokratisch und ohne Voranmeldung heute möglich, das KZ-Areal, das ehemalige KZ-Areal in der Kaserne zu besuchen und auch die dort erhaltenen Spuren der Lagergeschichte mit Besucherinnengruppen im Rahmen der gedenkstättenpädagogischen Vermittlungsarbeit einzubauen und zu integrieren. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Wie gesagt, ein Werkstättenbericht. Es wird noch einiges weiteres zu recherchieren geben, aber im Moment ist das der Stand der Dinge. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion, die dann später noch folgt. Herzlichen Dank, Herr Rabel. Ich möchte auch für die weitere Diskussion nur drei Aspekte nennen, die, denke ich, neu in die Diskussion eingebracht wurden. Ganz wichtig, die Rolle vor allem der Amikal als Wächter der Erinnerung, nicht nur in Melk, auch an anderen Orten. Ich denke etwa nur auch an Hartheim beispielsweise und Mauthausen-Gusen. Dann die wichtige Rolle, wie steht man im Ausland da? Gerade in Bezug auf Tourismus in Melk ist das ein Argument. Und auch, was auch Alexander Brenniger schon angesprochen hat, die gegenwärtige Situation der Übergabe des Vermächtnisses von der Generation der Überlebenden zu den Trägerorganisationen, die heute hier in die Verantwortung, diese Verantwortung übernehmen. Herzlichen Dank, Christian Rabel. Es sind auch schon die ersten Meldungen im Chat und ich möchte Sie weiterhin einladen, Ihre Fragen in den Chat zu stellen. Der nächste Vortrag widmet sich einem Thema, das auch in der Forschung, denke ich, erst in jüngster Zeit aufgegriffen wurde, nämlich sogenannte stigmatisierte KZ-Überlebende. Und ich denke, da müsste man fast ein bisschen was, natürlich werdet ihr das tun, sagen, was ist damit gemeint. Die eben nicht auch in diesen Verbänden organisiert werden, in Bezug auf das Familiengedächtnis. Und ich möchte ganz kurz die Vortragenden, Andreas Kranepitter und Maria Bohn-Laugas, vorstellen. Andreas Kranepitter ist ja vielen von uns bekannt als Forscher zu Mauthausen und im vielfältigen Zusammenhang. In Zusammenhängen damit hat seine Dissertation über Berufsverbrecher im Konzentrationslager Mauthausen geschrieben und ist als Politikwissenschaftler und Soziologe nun geschäftsführender Leiter des Archivs für die Geschichte der Soziologie in Österreich an der Universität Graz. Professor Dr. Maria Bohn-Laugas ist als Soziologin tätig an der Georg-August-Universität in Göttingen und ihr Forschungsprojekt, das eigentlich heuer erst begonnen hat, also ihr derzeitiges Forschungsprojekt, muss ich sagen, sie hat natürlich schon etliche gewissermaßen durchgeführt, beschäftigt sich mit Gemeinschaft, also mit dem wir das Anführungszeichen mitdenken, Gemeinschaftsfremden und Staatsfeinden, intergenerationelle Handlungs- und Erinnerungsstrukturen in Familien stigmatisierter NS-Opfer in Österreich und Deutschland. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und würde euch gerne das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Heidemarie Uhl, für die Einleitung. Vielen Dank auch für die Einladung zum Vortrag durch Maximilian Becker und durch die Kolleginnen und Kollegen. Ich würde gerne sozusagen beginnen, mit ungefähr 10 Minuten über dieses gemeinsame Projekt zu sprechen und dann an Maria Bohn-Laugas übergeben. Uns geht es heute um diese Frage ohne Verband zur Bedeutung der überlebenden Verbände im Familiengedächtnis stigmatisierter KZ-Überlebender, das heißt derer, die keinen Verband hatten oder nicht aufgenommen wurden in die Verbände. Das Ganze geht dann eigentlich um ein Interviewprojekt, das wir beide gemeinsam begonnen haben aus Überschneidung unserer beiden Forschungen mit Angehörigen von als Berufsverbrechern klassifizierten NS-Opfern und damit auch um das Weiterwirken dieser Stigmatisierungen in der österreichischen Nachkriegsgesellschaft.
Ich werde zuerst ein bisschen auf die Rahmenbedingungen eingehen und auf die schriftlichen Quellen, die sozusagen dazu existieren. Maria von Laugers wird dann auf die Interviews eingehen, stärker auf einen Fall, den wir derzeit auch gemeinsam interpretieren. Heidemarie Uhl hat es ja schon angesprochen, Stigmatisierung ist natürlich ein größerer Begriff, betrifft auch verschiedenste Opfergruppen und Gruppierungen im Nationalsozialismus, seien es als asoziale stigmatisiert oder als homosexuell, als vermeintliche oder echte Homosexuelle oder als Berufsverbrecher oder Sicherungsverwahrte oder auch als Zigeuner etikettiert. All diesen Etiketten haften verschiedene Vorstellungen an, die nach 1945 natürlich nicht spurlos verschwanden, sondern da auch aktualisiert wurden, etwa im Ausschluss aus den diversen Opfergruppierungen und etwa auch ganz zentral im Ausschluss aus dem Opferbegriff nach dem österreichischen Opferfürsorgegesetz 1947, um das es in Österreich sehr stark geht. Worum geht es, wenn wir von Berufsverbrechern reden? Wir reden dann von einer Gruppe, die in der sogenannten vorbeugenden Verbrechensbekämpfung von der Kriminalpolizei in Haft genommen worden ist, und zwar ziemlich unmittelbar nach dem Anschluss 1938 Österreichs an das Deutsche Reich. Da wurde die Kriminalpolizei dazu ermächtigt, all jene in Haft nehmen zu können und in Konzentrationslager deportieren zu können, die zwei oder mehrere Vorstrafen hatten, die mit einem Strafmaß bedroht waren von 6 Monaten oder mehr an Haft. Das heißt aber auch, und das kann gar nicht genug betont werden, dass es bei solchen als Berufsverbrechern etikettierten um Personen ging, die ihre Strafhaft, ihre Justizhaft abgesessen hatten und dann sozusagen im Nachhinein, aber vorbeugend, erneut in eine Haft, in eine Vorbeugungshaft genommen worden sind. Wenn man sich das dann im Detail anschaut, und ich habe mir da etwa 146 österreichische Berufsverbrecher des KZ Mauthausen als Stichprobe genauer angesehen, dann geht es um ein Delinquentenmilieu der Eigentumsdelinquenz in den allermeisten Fällen, die sehr stark in Verbindung stand mit einzelnen Delikten der Widersetzlichkeit gegen die Obrigkeit, etwa Beamtenbeleidigung und solcher Delikte. Und diese Renitenz wurde dann eben als Resistenz, als Widerstand gegen den nationalsozialistischen Staat gewertet, interpretiert und auch verfolgt. Nach 1945 ist den Deportierten dieser Kategorien die Aufnahme in die Überlebendenverbände eben nicht geglückt, und es wird oft eher vorurteilsbehaftet, würde ich sagen, damit verbunden, dass man die These in den Raum stellt, es gäbe wenige Anträge oder sozusagen auch aufgrund der Bildungsferne dieser Deportierten wären da wenige schriftliche Quellen vorhanden. Das ist, denke ich, als Mythos zu bezeichnen, denn diese Interaktionen gab es durchaus und daher auch die Bedeutung für die Familiengedächtnisse. Wenn man das rein quantitativ ein bisschen betrachtet, dann gab es jetzt zumindest für Mauthausen und für die österreichischen Überlebenden des KZ Mauthausen zum Beispiel 38 Aufnahmeanträge in den Bund der politisch Verfolgten, KZ-Verband. Auch davor schon Anträge auf Aufnahme in die sogenannte Volkssolidarität. Danach fehlen mir jetzt sozusagen die schriftlichen Quellen dafür. Noch frappanter ist das aber eigentlich bei der Opferfürsorge. Als Beispiel da jetzt die Opferfürsorge in Wien, jetzt sehe ich meine eigene Grafik leider nicht genau, von 453 Personen, die einen Antrag auf Opferfürsorge gestellt haben, das heißt, das können ja die Personen selbst sein als Überlebende, das können aber auch Hinterbliebene dieser Personen sein, oder dazu komme ich später vielleicht noch ganz kurz, über Pensionsversicherungsanstalten, dann Prüfungsverfahren, ob es um ein wirkliches Opfer des Nationalsozialismus nach dem Opferfürsorgegesetz geht oder nicht. Von diesen 453 Personen haben ziemlich genau 100 Personen in Wien als sogenannte Berufsverbrecher einen Antrag gestellt. Das entspricht relativ genau dem Anteil, den diese Haftkategorie auch an allen deutschen Häftlingen, und dazu gehören auch die österreichischen Häftlinge nach SS-Diktion, hatten. Das ist auch, darauf sollte hingewiesen werden, höher als in anderen Fällen, also bei etwa asozial oder als homosexuell bezeichneten Personengruppen. Das ist deswegen interessant, weil ja auch sehr, sehr viele von diesen Verfahren sozusagen abgeschmettert wurden, informell, bevor der Antrag überhaupt gestellt wurde. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr, sehr hohe Zahl, wenn man sie so betrachtet. Der Kontakt also zusammengefasst hat existiert, vor allem in der frühen Nachkriegszeit. Das sind die zwei Möglichkeiten, auf die ja sozusagen
eigentlich ein Kontakt bestanden hat zu überlebenden Organisationen, nämlich einerseits KZ-Verband, also der direkte Weg der Aufnahme, das andere eben die Opferfürsorge, wo es ja auch darum ging, dass in den Opferfürsorgekommissionen in Österreich ganz offiziell verschiedene Vertreter der Opferverbände saßen. Um ein Beispiel auch zu geben, dieser Interaktionen, das ist natürlich ein Beispiel, das jetzt eher selten ist, aber trotzdem existiert, würde ich gerne auf den Fall von Josef Karpisek eingehen. Karpisek ist 1944 ins KZ Mauthausen deportiert worden, als sogenannter Berufsverbrecher bezeichnet worden und blieb dann bis August 1945 in Mauthausen auch zur medizinischen Betreuung der österreichischen Überlebenden. Er hat dann mit Zustimmung von Bruno Schmidt, der als ÖVP-Widerstandskämpfer in Mauthausen war und auch im österreichischen Nationalausschuss des KZ Mauthausen war, und auch mit Wissen und Zustimmung von Franz Sobeck, Ministerialrat und später der Vorsitzende des Bundes der politisch Verfolgten Österreichs, nicht nur eine Mitgliedschaft im KZ-Verband gehabt, sondern war auch Leiter des Zweiges des KZ, also des bundespolitisch Verfolgter in Melk. Das ist deswegen interessant, weil es offensichtlich da noch keine Rolle spielt. Er hat seine Vorstrafen nie ignoriert oder nie verheimlicht und auch seine Kategorisierung nicht. Aber es gibt sozusagen auch Briefe zwischen Schmitz und Sobeck, wo es darum geht, dass eine Ausnahme gerechtfertigt sei. Was umso interessanter ist, wenn man Sobeck sozusagen als Person auch vielleicht in Österreich kennt, der definitiv nicht Befürworter war, sogenannte kriminelle Häftlinge zu entschädigen. In einem Prozess gegen einen Mithäftling ist er dann aber als Zeuge der Anklage genannt und dort werden seine Vorstrafen auch thematisiert. Es kommt dann zu einer Überprüfung und er tritt selbst sozusagen zurück von seinem Amt mit dem Satz, ich weiß, dass ich die Kette ewig schleppen werde, aber das ist Schicksal und ich trage mein Los allein. In diesen sozusagen Korrespondenzen im KZ-Verbandsakt ist das natürlich auch oft unbeantwortet geblieben. Wichtig ist aber, dass es kein Einzelfall ist, sondern offensichtlich vermehrt Fall war, denn es gibt dann auch 1947 eine offizielle Überprüfung des KZ-Verbands durch niemand anderen als die Bezirkshauptmannschaften und die Gendarmerie-Postenkommandanten. Das heißt, es gab dann tatsächlich die Säuberung des KZ-Verbandes und ich denke, das ist deswegen wichtig, weil wir ja auch vom Kalten Krieg reden, 1947 von, wie es heißt, insbesondere kriminell Vorbestraften, die ermittelt werden sollten. Die Angelegenheit, ich zitiere aus diesem Schreiben ans Gendarmerie-Postenkommando Vöcklabruck in diesem Fall, ist streng vertraulich zu behandeln und darf den KZ-Lern auf keinen Fall zur Kenntnis kommen. Das ist deswegen interessant, weil dieser Opferausschluss einerseits eben mit dieser Institution der Polizei durchgeführt wird, die selbst ja ursprünglich die Instanz war, die diese Personen ins Konzentrationslager deportieren ließ. Und andererseits ja als Praxis, wenn man das reflektiert, bedeutet, dass es vor 1947 nicht nötig war, auf diese Kategorisierungsunterschiede der Winkel unbedingt hinzuweisen, beziehungsweise dass auch kein Hinderungsgrund war, um bis hin zum Funktionär für die überlebenden Verbände tätig zu sein. Auf die Opferfürsorge kann ich jetzt im Detail nicht eingehen, werde ich auch erst in der Diskussion vielleicht tun. Dort ist es, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen, dass ja diese stigmatisierten Opferverbände lange Zeit, und zwar alle, ausgeschlossen wurden, bis in die 70er, 80er, 90er Jahre, dann auch erst durch die Einrichtung des Nationalfonds in Österreich dann wirklich eine Änderung existiert hat, aber bis heute eigentlich Vorbestrafte ausgeschlossen sind von jeder Opferfürsorge, nämlich nicht in der Aufzählung, in der taxativen der verschiedenen Opfergruppen, sondern in dem Passus des Erlöschens und Verwirkens der Anspruchsberechtigung, wo sozusagen Vorstrafen dann auch als Hinderungsgrund bezeichnet werden, wenn sie eben erwarten lassen, dass es eine missbräuchliche Ausnutzung des Opferstatus gäbe. Und da gab es lange Zeit einen Verweis wiederum auf das Tilgungsgesetz. Das Tilgungsgesetz hat bis zur Strafrechtsreform zum Beispiel nicht den Berufsverbrecher gekannt, aber sozusagen für diejenigen, die zwei oder mehr Vorstrafen hatten, die auf der gleichen schädlichen Neigung beruhten, also genau die Ästiktion des Berufsverbrechers, keine Tilgung vorgesehen, außer im Gnadenweg. Das war früher durch den Kaiser, dann durch den Bundespräsidenten. Dasselbe gilt dann auch, und damit komme ich schon zum Schluss, für das allgemeine Arbeits
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, ASVG, auch dort wiederum der Verweis auf diese verschiedenen Regelwerke. Das heißt, es gibt dann ein Zusammenspiel diverser Rechtsmaterien, die diese stigmatisierten Opfer auch dann ausschließen, wenn sie nicht namentlich erwähnt werden. Ich glaube, damit komme ich schon zum Ende und möchte es an Maria von Laugers übergeben. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es, auch wenn es nur schlaglichtartig ist, einerseits tatsächlich Kontakte bestanden haben, damit auch für die Angehörigen. Ich muss übrigens, glaube ich, darauf hinweisen, dass Maria von Laugers wieder rausgeflogen ist. Also vielleicht kann sie, während ich meine Schlussworte spreche, jemand nochmal hineinholen. Sie ist nur als Zuschauerin hier markiert. Also die zwei wichtigen Punkte, die ich gerne noch machen würde, wären einerseits eben, es gab Kontakte, es gab informelle, es gab formelle Kontakte durch die Anträge auf Opferfürsorge, durch die Anträge auf Aufnahme in den KZ-Verband. Dabei auch, und das ist der zweite Punkt, eine zweite Stigmatisierung, die tatsächlich nicht gleichzusetzen ist mit der nationalsozialistischen Stigmatisierung, sondern die eine eigene Stigmatisierung ist nach 1945. Und auch da spricht das zum Beispiel Josef Kapisek sehr, sehr klar an, wenn er schreibt, ich zitiere, es wäre besser, ich wäre auch im Lager verreckt, so wie die anderen, dann hätte ich mir so manches erspart, die Verachtung und den Hohn. Das heißt, dieses subjektiv als zweite Zurücksetzung erlebte Ausschluss von diversen KZ-Opfernverbänden ist sehr relevant, dann auch für das Weiterwirken dieses Stigmas in den Familiengedächtnissen. Ich hoffe, ich kann an Maria übergeben. Ja, ich bin jetzt da. Wunderbar. Gut, ja, mache ich weiter. Tut mir leid, mein Netz ist leider wirklich heute sehr instabil, was sonst nicht so ist, aber passend. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung zu diesem Vortrag. Wir arbeiten, also Andreas und ich arbeiten ja seit 2018 zu Konstruktionsprozessen von Familiengedächtnissen von Familien, deren Angehörige als Berufsverbrecher kategorisiert und deportiert wurden. Und wir fragen hier unter anderem danach, wie sich die Familiengedächtnisse unter den Bedingungen einer zweiten Stigmatisierung nach 45 und dem Fehlen einer Wir-Gruppe etwa wie eben Überlebendenverbände gestaltet. In einer vom Nationalfonds und Zukunftsfonds finanzierten Pilotstudie, auf die ich jetzt auch zu sprechen komme, führten wir erstmalig biografisch-narrative Interviews mit Nachkommen der zweiten, dritten und vierten Generation durch. Ja, und im März hat eben 2021 Frau Ulert schon darauf hingewiesen, auch ein Projekt, das von mir geleitet wird, in Göttingen begonnen. Wir, also Andreas und ich, haben mittlerweile 14 mehrstündige biografische narrative Interviews in 8 österreichischen Familien geführt, von deren ein Mitglied in den letzten Jahren Kontakt zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen aufnahm. Ein Großteil der Familie, und das ist sehr besonders, erfuhr zum Zeitpunkt der Anfrage von den Mitarbeitern der Gedenkstätte erstmalig den Deportationsgrund ihrer Angehörigen. Gemeinsam ist allen Familien, dass sie keinen Überlebendenverband angehören. Die Gründe hierfür sind ja auch von Andrea schon erläutert worden. Und sie haben keinen Antrag auf Opferfürsorge gestellt, soweit wir davon wissen. Im gesamten Sample zeigt sich, dass die Verfolgungsvergangenheit immer Thema ist. Ob nun als Vergangenheit über das, was man weiß oder nicht weiß, oder auch als das Totgeschwiegene, das Vergessene und auch das, was, was recherchiert werden sollte, um die Lücken und das Tradierte in den historischen Fakten zu kontrastieren. Gemeinsam ist allen Fällen, dass in der Familie die Frage verhandelt wird, ob der ermordete oder überlebende Urgroßvater, Großvater oder auch Vater ein Opfer des Nationalsozialismus ist. Es handelt sich hierbei um eine Frage, die innerhalb und auch zwischen den Generationen ausgehandelt wird. Und dieser Frage liegt der auch nach 1945 weiterwirkende gesellschaftliche Täterverdacht zugrunde, der allen sogenannten, unter Anführungszeichen, KZ-Lern entgegengebracht wurde, aber insbesondere den KZ-Häftlingen, die als Berufsverbrecher auch kategorisiert worden sind. Und in dieser gesellschaftlichen Atmosphäre sind die Nachkommen von 1945 aufgewachsen und in Verbindung mit dem Umstand, dass die deportierten Angehörigen Delinquenzgeschichten hatten, haben sie durch die Zuschreibung Kinder, und ich zitiere hier von Verbrechern, also aus den Interviews, zu sein, am eigenen Leib Ausgrenzung und Stigmatisierung erfahren. Wir möchten heute anhand der Erzählung einer Enkeltochter zeigen, wie die in der Familie Stein und Stangl die Verfolgungsgeschichte im Familiengedächtnis thematisiert wird, aber auch im Kontext der zweiten Stigmatisierung nicht thematisiert.
Barbara Stangels Großvater Ferdinand Stein wurde als Berufsverbrecher 1938 deportiert und im KZ Mauthausen 1942 ermordet. Seine Kinder Sophia und Ferdinand sind zum Zeitpunkt 3 und 5 Jahre alt und erlebten mit, wie ihn die Polizei mitten in der Nacht aus der Wohnung holt. Seine Frau Rosa Stein heiratete 1945 ein zweites Mal. Im Unterschied zu anderen Familien wurde Barbara Stangel bereits als Kind vermittelt, dass ihr Großvater im KZ gestorben ist. Dieses Wissen wurde bei Familienzusammenkünften weitergegeben, bei denen alle Generationen anwesend waren. Und ich möchte es Barbara Stangel hier zitieren, die diese Familienzusammenkunft beschreibt. Ich werde das jetzt im Dialekt machen, es klingt vielleicht ein bisschen eigenartig. Da sehe ich die Tafel noch vor mir. Also Tafel, sprich, die haben die Tapezierertische aufgestellt und deckt. Und daneben ist der Griller gestanden, den er, also sie meint hier ihren Onkel, Ferdinand Steins Sohn, selber baut hat. Und dann, da waren wir nur Kinder oder Teenager. Mein Vater ist neben mir gesessen und dann haben sie irgendwie wieder angefangen. Von ihrem Vater, also gemeint ist hier der ermordete Vater Ferdinand. Und mein Vater hat dann auch reagiert. Und dann haben sie, und dann hat der Onkel Ferdinand wieder gesagt zu meinem Vater, nämlich, warum hat die Mama, also meine Großmutter, warum hat die Mama kein Geld gekriegt für den Tod? Und mein Vater hat dann wieder gesagt dazu, na, das warst eh, weil sie noch immer noch einmal geheiratet hat, nämlich 45 Jahre. Also da war ja er ja schon 3 Jahre tot. Wie, sie spricht hier von sich selbst, kann man das noch immer nicht vorstellen, dass das jetzt der Grund dafür war, das muss man, also die Szene. Und dann sagt die Mama zum Onkel Ferdinand, na, anders hätten wir es gehabt, wenn sie den Döler nicht geheiratet hätte. Der Döler war der zweite Mann, ja. Und wenn es nur Geld gehabt. Also in diesem Zitat steckt sehr viel. Wir können hier nur auf ein paar Aspekte eingehen. Was sich zeigt, ist, dass die Familie hier die Frage, warum Rosa Stein, die Ehefrau von ermordeten Franz Stein, keinen Opferfürsorgeantrag gestellt hat. Es wird deutlich, dass der familiale Dialog von einer Mischung aus Wissen und Ahnung, aber auch von Nichtwissen-Wollen durchzogen ist. Die Familie weiß von der Möglichkeit, ein Ansuchen auf Opferfürsorge zu stellen. Wir können davon ausgehen, dass es sich hierbei um ein Wissen handelt, das auch informell weitergegeben wurde. Der Umstand, dass die Familie kein Überlebendenverband zugehörig ist, bedeutet für die Ehefrau von Ferdinand Stein, sowie für seine Nachkommen jedoch, dass sie nicht auf ein institutionelles Wissen zurückgreifen konnten, was für eine erfolgreiche Antragstellung von zentraler Bedeutung ist. Für Rosa Stein bedeutete eine weitere Heirat mit dem hier genannten Döler Absicherung und Herstellung einer gewissen sozialen Stabilität. Aus der Perspektive ihrer Kinder war dies jedoch keine gute Entscheidung, da sie durch den zweiten Ehemann Gewalt erlebten und weiterhin in Armut leben mussten. Die Frage danach, warum keine Opferfürsorge beantragt wurde, ist damit für die Nachkommen auch eine Frage, die aus ihrem biografischen Erleben, also aus dem Erleben von Armut und Gewalt resultiert. Diese Verbindung eben von biografischen Erlebnissen, aber auch Relevanz der Opferfürsorge ist ein zentraler Punkt. Imaginiert wird, dass mit dem Geld ein sorgenfreies Leben möglich gewesen wäre und das Leben anders verlaufen. Die in dem Zitat sichtbar werdende Anklage richtet sich nicht gegen außerfamiliale, institutionelle Strukturen und Verfahrensweisen, sondern gegen Ferdinand Steins Ehefrau Rosa. Rosa Stein wird alleinig für das Leid der Kinder verantwortlich gemacht und dafür, dass sie keinen Antrag gestellt. In dieser Szene ist Rosa übrigens auch ohne Stimme, obwohl sie vermutlich ziemlich sicher anwesend war. Neben die Frage der Kinder, warum sie in Armut lebten und Ausgrenzung erleben mussten, ausschließlich auf das Handeln der Mutter zurückgeführt wird, sind Individualisierung und Entpolitisierung gesellschaftlicher Verhältnisse ein zentrales Konstitutionsmerkmal des Familiengedächtnisses dieser Familie Stein und Stang. Also diese Struktur eben von Individualisierung und Entpolitisierung zeigt sich nicht nur hier in diesem Beispiel, sondern auch in den anderen Familien unseres Selbst. Und in dem Zitat wird auch deutlich, dass niemand in der Familie begonnen hat zu recherchieren, ob man anspruchsberechtigt ist, sondern man bleibt in Vermutungen verhaftet. Die Frage stellt sich, warum niemand recherchiert hat. Wenn wir neben dieser Erzählung auch die Erzählungen der anderen Familienmitglieder mit einbeziehen, die wir interviewt haben,
dann zeigt sich in Bezug auf ein Thema, dass ein Schweigegebot etabliert wurde. Es darf nicht über das und darf und kann nicht über das Leben von Ferdinand Stein vor seiner Deportation gesprochen werden. Ein Antrag zu stellen oder auch nur zu recherchieren, ob man anspruchsberechtigt ist, würde bedeuten, sich diesem Leben vor 1938 zuwenden zu müssen, was jedoch das wirkende Schweigegebot der Familie, also in der Familie gefährden wird. Ein Schweigegebot, dessen Wirksamkeit und Stabilität aus der Stigmatisierung der Delinquenzgeschichte selbst und der zweiten Stigmatisierung nach 1945 resultiert. Ein Schweigegebot, das auch als familiale Handlungsstrategie zu sehen ist, um mit der Stigmatisierung umzugehen. Ein Schweigegebot, das handlungsanleitend wirkte und verhinderte, dass die Möglichkeit eines Antrags konkret in Betracht gezogen wurde. Ein Schweigegebot, das auch in der Gegenwart noch verhindert, dass die Nachkommen sich Wissen darüber aneignen. Abschließend möchte ich sagen, dass, oder wir sagen jetzt eigentlich, dass wir vor dem Hintergrund des in Österreich bis heute wirkenden gesellschaftlichen Täterverdachts sich das Familiengedächtnis der Familie Stein und Stangl konstituierte und konstituiert. Es wird in diesem Familiengedächtnis sehr wohl das Unrecht der KZ-Haft behandelt, jedoch wird gleichzeitig ein Schweigegebot über die Zeit vor 1938 etabliert, das eben bis heute aufgrund der andauernden zweiten Stigmatisierung über die Generationen hinweg wirkt und das nur schwer aufzulösen ist. Wir argumentieren hier, dass die Etablierung des Schweigegebots auch in Verbindung mit dem Fehlen eines Verbandes steht, dass das Fehlen ein konstitutives Moment des Schweigegebots darstellt. Denn das Fehlen bedeutet für diese Familien, aber auch für andere in unserem Sample, dass sie keinen Zugang zu einem kollektiven Gegengedächtnis hatten und haben, das entgegen der jahrzehntelang wirkenden Opferthese in Österreich die Verfolgungsvergangenheit der Ermordeten und Überlebenden erinnert. Also es wurde ja vorhin ja auch im vorgegebenen Vortrag auch als also sozusagen Ort der Erinnerung, sozialer Ort der Erinnerung in Bezug auf überlebenden Organisationen gesprochen. Zusammenfassend möchten wir sagen, dass es in den von uns untersuchten Familien um die grundlegende Frage geht, ob die deportierten Angehörigen NS-Opfer waren oder nicht. Diese Frage strukturiert die Familiengedächtnisse. Der fehlende Zugang zu Verbänden und deren kollektiven Gegengedächtnissen sowie die Stigmatisierung durch das Opferfürsorgeverfahren spielten in der Herausbildung dieser familialen Gedächtnisstruktur dabei eine wesentliche Rolle. Schließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Andreas Grabepitter und Maria Bohn-Laugers. Ich möchte nur einen Gedanken aufgreifen, der mir sehr wichtig erscheint neben vielen anderen, nämlich der soziale Ort der Erinnerung, der durch die überlebenden Verbände gegeben ist und auch natürlich die soziale Akzeptanz, die damit verbunden ist. Danke vielmals zum nächsten Vortragenden und zum letzten Vortragenden unseres Panels. Es mehren sich ja auch schon im Chat die Anfragen und ich nehme an, dass die Vorrednerinnen sich schon damit beschäftigen können, was an Sie an Fragen gerichtet wird. Daniel Schuch, auch herzlich willkommen auf diesem Panel. Wir richten jetzt den Blick nach Buchenwald und Bergen-Belsen im Kalten Krieg und nach der Rolle der Akteure in KZ-Gedenkstätten. Dieses Thema ist ja schon mehrmals auch angeklungen in Bezug auf Melk und in Bezug auf Mauthausen. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Postdoc und forschen zur Zeugenschaft des Holocaust und Ihre Dissertation ist auch zu diesem Thema verfasst worden, ich nehme an, auch schon veröffentlicht worden oder im Stadium der Veröffentlichung, nämlich die Transformation der Zeugenschaft des Holocaust, die von Ihnen 2020 als Dissertation abgeschlossen wurde. Und derzeit sind Sie als Mitherausgeber an einem Sammelband zum Thema organisiertes Gedächtnis, kollektive Aktivitäten von Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik tätig und sind quasi im Herz des Themas der Tagung damit auch positioniert. Ich darf Ihnen das Wort erteilen. Vielen Dank für die Einleitung
Und herzlichen Dank auch nochmal an die Veranstalter des Workshops und die Organisation. Insbesondere auch nochmal besten Dank an Maximilian Becker. Genau, ich würde heute gerne mein neues Forschungsprojekt vorstellen und teile dafür auch gleich mal meinen Bildschirm. Und zwar handelt es sich dabei heute um einen ersten Einblick in ein noch zu erarbeitendes Projekt über Selbstrepräsentation von Häftlingsgruppen im geteilten Deutschland, was sich am Beispiel der beiden KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Bergen-Belsen verhandeln will. Im radikalen Zeitalter des Kalten Krieges wurde die deutsch-deutsche Systemkonkurrenz insbesondere auf dem Gebiet der Geschichtspolitik ausgetragen. Und hauptsächlich mit Blick auf die NS-Verbrechen. Wichtige Bühnen dafür waren im Westen Deutschlands die Gedenkstätte Bergen-Belsen und im Osten Buchenwald. Welche gegensätzlichen Geschichtsnarrative dabei konstruiert wurden, zeigt insbesondere eine Analyse der Repräsentation von verschiedenen Häftlingsgruppen beider KZs in Ost und West. Unmittelbar nach der Befreiung von Buchenwald und Bergen-Belsen galten die beiden Lager aufgrund der medialen Wirkungsmacht der Alliierten Atrocity Pictures als universelles Symbol für den Horror der KZs und die Bestialität der Nationalsozialisten. Aus der Perspektive der amerikanischen und britischen Befreier erschienen die Opfer zunächst als homogene, nicht näher definierte Masse von Halbtoten. Ich frage daher danach, ab wann und warum die Repräsentation der KZs und ihrer Insassinnen durch die Blockkonfrontation geprägt wurde und sich ganz bestimmte Deutungen der NS-Vergangenheit in Ost und in West durchgesetzt haben. Richten wir den Blick also zunächst auf Buchenwald. Zentrales Merkmal aller Konzentrationslager war die Unterteilung der Häftlinge durch die SS in verschiedene Kategorien, die auf sozialrassistischen Kriterien basierten. Im 1937 bei Weimar errichteten KZ Buchenwald waren größtenteils sogenannte politische Häftlinge aus ganz Europa gefangen, wobei verschiedene zeitliche Phasen und auch räumliche Trennungen innerhalb des Hauptlagers sowie seiner zahlreichen Außenlager zu beachten sind, um zum Beispiel auch die Position von jüdischen Häftlingen sowie von Sinti und Roma, aber auch von den sogenannten Berufsverbrechern, von denen wir eben gehört haben, innerhalb des Lagers, um dies zu verstehen. Insbesondere ab Ende 1944 und bis zum Frühjahr 1945 war Buchenwald zum Ziel von sogenannten Räumungstransporten aus dem KZ Auschwitz und aus Großrosen geworden. Tausende Juden kamen so in den letzten Monaten vor der Befreiung in das Lager und damit gewissermaßen auch der Holocaust nach Buchenwald. Am 11. April 1945 waren die SS-Wachmannschaften aufgrund der herannahenden US-Armee aus Buchenwald geflüchtet. Politische Häftlinge, die bereits zur Lagerzeit ein clandestines Widerstandsnetzwerk aufgebaut hatten, übernahmen schließlich die Kontrolle über das Lager, womit dieses von innen und außen befreit war. Unmittelbar nach der Befreiung wurde Buchenwald zum Austragungsort geschichtspolitischer Debatten, wobei Überlebende und ihre Verbände eine zentrale Rolle spielten. Deutsche Kommunisten übernahmen die Organisation im Lager sowie die Deutung der Vergangenheit. Sehr deutlich drückt sich dies in den frühen Formen des Gedenkens aus. Nur 4 Tage nach der Befreiung von Buchenwald errichteten Überlebende am 19. April 1945, also exakt heute vor 76 Jahren, einen etwa 8 Meter hohen hölzernen Obelisken auf dem Appellplatz, der in seiner Formsprache an militärisches Totengedenken erinnert. Auf der Trauerfeier am selben Tag wurde eine Rede verlesen, die heute als Schwur von Buchenwald gilt. Im kollektiven Gedächtnis ist dieser Schwur auf 2 Zeilen verkürzt worden, die da lauten: Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des Friedens ist unser Ziel. Zu erinnern ist hier aber ebenfalls an einen anderen, oft vergessenen Satz aus dem Schwur von Buchenwald. Ich zitiere: Wir danken den verbündeten Armeen der Amerikaner, der Engländer, der Sowjets und allen Freiheitsarmeen, die uns und der gesamten Welt Frieden und das Leben erkämpfen. Wenn wir uns ein weiteres Foto
von Ende Mai 1945 ansehen, wird deutlich, dass es vor Beginn des Kalten Krieges durchaus noch eine Diversität in der Deutung der Lagererfahrungen und insbesondere auch in der Erzählung über die Befreiung des Lagers gab, die noch nicht auf den Mythos einer quasi militärischen Selbstbefreiung antifaschistischer Widerstandskämpfer festgelegt war. Was wir hier sehen, sind amerikanische GIs am 27. April 1945 von Ernst Neuer, der im August 1943 als sogenannter politischer Häftling nach Buchenwald eingeliefert worden war, durch das ehemalige Stammlager geführt worden. Einige Baracken waren im April und Mai 1945 von den befreiten Gefangenen mit politischen Botschaften gestaltet worden. Und diese Baracke in Block 3 trug die Aufschrift, die wir hier sehen, The German Political Prisoners, Welcome the American Friends. Deutlich wird hier sehr offensichtlich der Führungsanspruch der politischen Gefangenen gegenüber allen anderen Häftlingskategorien. Zugleich zeigt sich aber auch, dass die USA im Mai 1945 noch ein Bündnispartner war. Wie Philipp Norman Thein in seiner wegweisenden Studie über das internationale Buchenwald, über das internationale Komitee Buchenwald, Dora und Kommandos herausgearbeitet hat, war das Gedenken an und in Buchenwald noch bis in die 1950er Jahre von zahlreichen Konflikten zwischen den kommunistischen Überlebendenverbänden und der Parteilinien geprägt. Erst mit dem Beginn des Kalten Krieges, insbesondere durch die Gründung der DDR 1949, die stalinistischen Säuberungen und auch durch die Zwangsauflösung zum Beispiel der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes im Jahr 1953 in der DDR, ging auch eine starke Vereinheitlichung des Buchenwald-Gedenkens im Staatssozialismus einher. Internationale Solidarität im Lager, der Mythos der Selbstbefreiung und die ausschließliche Betonung des kommunistischen Widerstands entwickelten sich zu den tragenden Säulen des Gedenkens. Die Bedeutung von Buchenwald als Kristallationspunkt eines kommunistischen Märtyrergedenkens fasste Robert Siewert, der im Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer, also der SED-treuen Nachfolgeorganisation der VVN organisiert war, in einem Zeitschriftenartikel aus dem Jahr 1953 folgendermaßen zusammen. Ich zitiere: Das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar ist zu einem Wallfahrtsort geworden, der im immer stärkeren Maße von der deutschen Bevölkerung besucht wird. Buchenwald wird auch immer wieder von ausländischen Delegationen aufgesucht. Publiziert wurde dieser Text mit dem Titel Buchenwald, eine Stätte des Martyriums und Gedenkens, in der ersten Ausgabe des Widerstandskämpfers, also dem Zentralorgan der Fédération Internationale de Résistance, FIR. Der Terminus Wallfahrtsort im Text lässt aufhorchen. Das ehemalige KZ habe sich demnach in eine Art heilige Stätte verwandelt. Die Besuche von ausländischen Delegationen sprechen ein Phänomen an, was in den 1950er Jahren aufkam und in den vorherigen Vorträgen auch angesprochen wurde, nämlich die Pilgerreisen von Überlebenden und ihren Verbänden an die Orte ihrer Gefangenschaft während des Nationalsozialismus. Im Fotoarchiv der Gedenkstätte Buchenwald ist eine Reihe von Aufnahmen aus den frühen 1950er Jahren überliefert, die sogenannte Pèlerinages, also Fahrten von französischen Überlebendenverbänden, abbilden. So zeigt diese Abbildung eine Gruppe aus Frankreich vor dem Torgebäude in Buchenwald. Man kann dort noch die Holzvertäfelung des ehemaligen Lagerzauns erkennen, die das von August 1945 bis Januar 1950 von den Sowjets betriebene Speziallager Nummer 2 vor den Blicken schützen sollte. Erst mit der Auflösung des sowjetischen Internierungslagers in Buchenwald war ein Besuch des einstigen KZ-Geländes überhaupt erst wieder möglich geworden. Als Fotograf der Pilgergruppe war Georges Angély tätig, der 1943 bis 1945 als politischer Gefangener in Buchenwald inhaftiert gewesen war. Angély war ausgebildeter Fotograf und hatte bereits zu Lagerzeiten offizielle und illegale Aufnahmen von Buchenwald angefertigt. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich war er in der Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriots, FNDEAP, organisiert. Die Fotos der Pilgerreisen beschriftete er zum Zwecke von kleineren Ausstellungen des Überlebendenverbandes.
Im Zuge der ersten Pèlerinage von 1950 entstand auch ein Foto des berühmten Resistance-Kämpfers Frédéric Manet. Als Redner der FNDERP, dessen Mitbegründer jener war. Und zwar fand diese Kundgebung auf dem Ehrenhain in Buchenwald statt, an der Stelle eines Massengrabes. Manet war bereits im KZ Buchenwald Teil des Internationalen Lagerkomitees gewesen und galt als einer der bedeutendsten Widerstandskämpfer mit politischem Ansehen in Ost und West. Die Pilgerreisen führten die Überlebenden jedoch nicht nur nach Buchenwald, sondern ebenfalls in ehemalige Außenlagerstandorte wie Mittelbau-Dora, was als Außenlager von Buchenwald gegründet worden war. Auf diesem Foto von 1951 sehen wir das einzige Krematoriumsgebäude. Auffällig sind daran vor allen Dingen zwei Details. Als erstes der Gedenkstein mit der Aufschrift, Zitat, hier litten und starben Widerstandskämpfer aller Nationen, ihnen Ruhm und Ehre. Die diversen Häftlingsgruppen, die in Dora Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsproduktion hatten leisten müssen, darunter viele politische Häftlinge, aber auch Juden, Sinti und Roma, wurden hier allein auf Widerstandskämpfer verkürzt. Zugleich ist am Gebäude der Rote Winkel als das Erkennungszeichen der VVN angebracht, was auf die Vorgeschichte zum Gedenken von 1950 verweist. Im Sommer 1946, also knapp ein Jahr nach der Befreiung, war das einzige Krematorium in Mittelbau-Dora völlig mit Unkraut zugewachsen. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes hatte die dortige Pflege übernommen. Erst aufgrund der Kritik der Überlebenden, die sich über den miserablen Zustand des einstigen Lagers beschwerten, war es überhaupt zur Setzung des Gedenksteins in Dora gekommen. Und erst in der Folge wurde der Ort zu einer sogenannten Ehrenstätte umgewandelt. Die alleinige Betonung von Widerstand in der Erinnerung an das KZ muss hier auch als Ehrerbietung für die Ermordeten seitens der Überlebenden begriffen werden. Zugleich ist zu fragen, ob es zu diesem frühen Zeitpunkt auch andere Formsprachen des Gedenkens gab. Die Maxime einer heldenhaften Erinnerung an Widerstandskämpfer galt in diesem Fall jedenfalls sowohl für das einstige Stammlager Buchenwald als auch für die einstigen Außenlagerstandorte. Der Schwur von Buchenwald galt in der DDR demnach bereits vor der Einweihung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald im Jahr 1958 als erfüllt. Die Pilgerreisen von Überlebendenverbänden erfüllten neben dem politischen Gedenken allerdings noch weitere Funktionen, etwa die Rekonstruktion der Verbrechensorte. Siebert hatte in seinem bereits zitierten Artikel aus dem Jahr 1953 ebenfalls Folgendes ausgeführt. Zitat, aufgrund von Aussagen französischer und belgischer Kameraden ist vor wenigen Wochen auf dem Ettersberg ein Massengrab von vielen hunderten ehemaligen Häftlingen aufgefunden worden. Auch diese Ruhestätte der Opfer des Faschismus soll in würdiger Weise ausgestaltet werden. Ein würdiges Gedenken an die Toten, die hier unter dem sozialistischen Terminus Opfer des Faschismus zusammengefasst wurden, setzte demnach auch ein exaktes Wissen über die Orte des Massenmords voraus, zu dem insbesondere die Überlebenden als Zeugen der Verbrechen ihren Teil beitragen konnten. Wie nun gestaltete sich das Gedenken auf der anderen Seite des sogenannten Eisernen Vorhangs? Welche Rolle spielten Überlebendenverbände im befreiten Lager Bergen-Belsen und in der Bonner Republik? Im Vergleich zu Buchenwald bildet Bergen-Belsen einen Sonderfall, sowohl innerhalb des KZ-Systems als auch für die Geschichte der Shoah. 1943 war Bergen-Belsen als Austauschlager für jüdische Geiseln eingerichtet worden. 1944 wurde es durch ein Männerlager ergänzt, in dem vorwiegend politische Häftlinge zum Sterben gebracht wurden. Zudem etablierte die SS ab dem Sommer 1944 ein Frauenlager, in das sowohl jüdische Mädchen und Frauen als auch Sintessa und Romnia sowie weibliche politische Häftlinge deportiert wurden. Und zusätzlich befand sich am gleichen Ort von 1940 bis 1945 ein Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht, in dem etwa 20.000 vorwiegend sowjetische Soldaten starben. Auch diese Diversität der Häftlingsgruppen zu verschiedenen Zeiten spiegelte sich im Gedenken der Nachkriegszeit keinesfalls wider. Janine Dörri hat herausgearbeitet, dass es in Bergen-Belsen im Unterschied zu Buchenwald keinen Dachverband von Überlebenden wie etwa das IKBD gab.
Es waren vielmehr verschiedene Überlebendenverbände mit teilweise widersprüchlichen Interessen vor Ort aktiv. In der frühen Nachkriegszeit waren die Aktivitäten von Überlebenden und ihren Verbänden im von den Briten befreiten KZ unterteilt in ein jüdisches und ein nichtjüdisches Gedenken und von einer Konkurrenz der Opfer geprägt. 1945 wurden ein polnisches und ein jüdisches Displaced Persons Camp im befreiten Lager eingerichtet. Polnisch-katholische Überlebende errichteten 1945 ein hölzernes Hochkreuz, das wir hier links sehen. Jüdische Überlebende wiederum ein hölzernes jüdisches Mahnmal, das 1946 durch eines aus Stein ersetzt wurde. Wie Harold Marcuse herausgearbeitet hat, beinhaltet die Formensprache der auf Hebräisch und Englisch gravierten und der auf Hebräisch und Englisch gravierte Text des jüdischen Mahnmals noch keine spezifische Deutung der Ereignisse. Das Denkmal zieht insbesondere auf die Erinnerung an die ermordeten jüdischen Toten ab, repräsentiert durch die rot markierten Lettern Shall Remember. Die Aktivitäten von überlebenden Verbänden auf das Gedenken in Bergen-Belsen. Noch ganz kurz, Sie haben noch 5 Minuten, ja? Alles klar. Die Aktivitäten von überlebenden Verbänden auf das Gedenken in Bergen-Belsen war in der frühen Nachkriegszeit von zahlreichen Konflikten geprägt. Die britische Militärregierung hatte bereits im September 1945 einen Befehl zur Pflege des ehemaligen Lagergeländes erlassen. Zudem sollten von den deutschen Behörden Pläne für eine angemessene Gedenkstätte vorgelegt werden. Jüdische Akteure kritisierten mehrfach die Gestaltung des Ortes durch die Deutschen und die Briten, wie etwa Josef Rosensaft als Vorsitzender des Zentralkomitees der befreiten Juden in der britischen Zone, der versuchte, eine Beteiligung der Überlebenden zu erwirken. Auch die bereits in Buchenwald erwähnten Pilgerfahrten von Überlebenden sind für die Gestaltung der Gedenkstätte Bergen-Belsen von Bedeutung. In den 1960er Jahren fanden zahlreiche Gedenkfahrten von französischen Überlebendenverbänden auch nach Bergen-Belsen statt. Bei diesen Fahrten entdeckten die beteiligten Überlebenden mehrfach Knochen und Aschereste am Ort des ehemaligen Krematoriums in Bergen-Belsen, was jedoch außerhalb des als Gedenkstätte mit einem Zaun begrenzten Bereichs lag. Der einstige politische Häftling Georges Bonnet, der Neuen Gamme und Bergen-Belsen überlebt hatte und in der Amicale Internationale der Neuen Gamme organisiert war, beschwerte sich daher 1964 in einem Brief an den französischen Minister für Kriegsteilnehmer und Kriegsopfer. Und ich zitiere: Ich erlaube mir, auf die Tatsache hinzuweisen, dass bei jedem Besuch die Beweglichsten von uns die Umzäunung überklettern und mit Hilfe eines einfachen Messers in wenigen Minuten Reste von angebrannten Knochen zusammenkratzen, genügend, um alle Teilnehmer der Wallfahrt mit einer Reliquie zu versorgen. Die Pilgerreisen von Überlebenden zu den Orten der ehemaligen KZs waren demnach ein Phänomen, was die Blockgrenzen überschritt, und die Probleme in Ost und West waren erstaunlich ähnlich. Das Wissen über die Orte des Massenmords war bei den staatlichen Akteuren gering. Die Überlebenden hatten erst über Zäune klettern müssen, um Leichenreste auf der Erde einzusammeln und zu sichern. Zugleich ist die erneut starke religiöse Deutung zu beachten. Die Teilnehmerinnen der Wallfahrten nahmen die Knochenreste als Reliquien an sich. In christlicher Tradition wurden diese Körperreste gewissermaßen als heilige Gegenstände geehrt, die Ermordeten dadurch zu Märtyrern erklärt. Als Reaktion auf die Intervention von Georges Bonnet und der Amicale sowie weiterer Kritik von Überlebenden und ihren Verbänden wurde das Gedenkstättengelände in Bergen-Belsen schließlich um 5000 Quadratmeter erweitert. Ein würdiges Gedenken an die Ermordeten musste sich somit in Bergen-Belsen von den Überlebenden erst erkämpft werden. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf das Kriegsgefangenenlager Bergen-Belsen als eine Art Leerstelle in der Erinnerung verweisen, die insbesondere durch das Paradigma des Kalten Kriegs geprägt war. Der Friedhof für die Opfer des Kriegsgefangenenlagers und Lazaretts Bergen-Belsen, auf dem zwischen 1941 und 1945 knapp 20.000 sowjetische Soldaten begraben wurden, befindet sich nur etwa 600 Meter vom ehemaligen KZ Bergen-Belsen entfernt. 1945 bzw. 1946 ließ die sowjetische Militärmission den Friedhof gestalten, der auf diesem Foto abgebildet ist. Ein sowjetisches Ehrenmal für die Toten befand sich ursprünglich in prominenter Stellung im Eingangsbereich, wie hier abgebildet.
Der Friedhof befand sich nach dem Krieg jahrelang in einem desolaten Zustand. Und bei einer umfassenden Neugestaltung der Massengräber in den 1960er Jahren wurde das sowjetische Ehrenmal vom Eingangsbereich in eine entlegene Ecke des Friedhofs verlegt. Im Jahr 1980 wurde das weiße Relief, die Trauernde, was wir hier rechts sehen, auf der Rückseite des Denkmals von Unbekannten zerstört. Heute befindet sich das Denkmal mit einer Replik der Figur wieder in einer zentralen Stellung auf dem Friedhof. Eine detaillierte Geschichte der erschwerten Erinnerung an die von der Wehrmacht ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen vor Ort muss allerdings erst noch geschrieben werden. Als einer der bedeutendsten Akteure der Erinnerung kann in diesem konkreten Fall die VVN Niedersachsen benannt werden. Insbesondere seit den 1960er Jahren organisiert der Verband ein Gedenken an diese vergessenen Opfer. Dies zu einer Zeit also, als in der BRD der Antikommunismus allgegenwärtig war und auch den Überlebendenverband in seiner Existenz bedrohte. Am 1. Oktober 1967 rief der Landesverband Niedersachsen der VVN zum internationalen Gedenken auf dem Kriegsgefangenenfriedhof auf. Und ich zitiere: Wir wollen den jungen Menschen der Sowjetunion, die für unsere Befreiung ihr Leben hingegeben haben, Dank sagen und den Willen zeigen zur friedlichen Verständigung und für Frieden und internationale Freundschaft zwischen den Völkern, zwischen allen Völkern. Ein Dank an Sowjetsoldaten und der Aufruf zur internationalen Völkerfreundschaft dürfte 1967 in Westdeutschland durchaus ein Politikum gewesen sein. Die Akten aus den Beständen der VVN gilt es dahingehend noch auszuwerten und zu erforschen, auf welche Widerstände das Gedenken an die verdrängten Kriegsverbrechen der Wehrmacht an 20.000 sowjetischen Kriegsgefangenen es gab. Ebenso gilt es diesem Kontext der Entwicklungen von Bergen-Belsen zu dem zentralen Holocaust-Gedenkort in der BRD zu betrachten. Um zum Schluss zu kommen, noch eine kurze Zusammenfassung. Und zwar ist das Erkenntnisinteresse des Gesamtprojektes die nachträgliche Repräsentation der Lager sowie deren geschichtskulturelle Bedeutung. Meine Forschungsfragen sind demnach: Welche ehemaligen Häftlingsgruppen wurden wann, von wem und wie in der Öffentlichkeit gewürdigt? Welche wurden marginalisiert, welche bewusst ausgegrenzt? Und wie veränderten sich diese Formen der Darstellung und welche Zusammenhänge lassen sich mit den geschichtspolitischen Debatten im Kalten Krieg erkennen? Die Stärke einer akteursorientierten Forschung mit Blick auf die überlebenden Verbände liegt insbesondere in der Kombination der Analyse von transnationalen Aktivitäten über die Blockgrenzen hinweg sowie der Möglichkeit eines lokalen Fokus auf die Orte der ehemaligen KZs. Vielen Dank. Ihr Mikro ist noch aus, Frau Uhl. Herzlichen Dank, Herr Schuch, und auch allen anderen Referenten und der Referentin dieses Panels. Ich würde zunächst einmal darauf hinweisen, dass sich schon sehr viele Fragen und auch teilweise Antworten im Chat eingefunden haben. Wir haben jetzt noch, es ist 16.09 Uhr, wir haben 10 Minuten, wenn ich das recht sehe. Nein, doch ungefähr 10 Minuten für die Diskussion. Ich würde folgende Vorgangsweise vorschlagen. Ich werde an jeden Referenten eine Frage auswählen aus den gestellten. Wenn noch Zeit bleibt, kann man eine andere noch beantworten, fürchte ich aber nicht. Ich denke, dass Sie ansonsten vielleicht in den Chat auch einiges in gebotener Kürze beantworten können, wenn es auch um sehr konkrete Fragen geht. Zunächst einmal möchte ich aber vorweg schicken, dass sich in die Diskussion auch Bertram Berz, gewissermaßen der Pionier und würde ich sagen, wichtigste Erforscher der Geschichte der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zu Wort gemeldet hat. Und ich möchte nur ein ganz prägnantes Zitat aus seiner Wortmeldung nennen, weil es die Rolle dieser überlebenden Organisationen als Wächter der Erinnerung ganz präzise hervorhebt, dass es eben, Zitat Bertram Berz, ohne die ausländischen Überlebendenverbände gäbe es die Gedenkstätten in Mauthausen, Gusen und Melk nicht. Ich darf jetzt nach der Reihenfolge vorgehen. Und zwar beginne ich mit Alexander Brenninger. Wie gesagt, ich denke, ihr habt die Fragen ohnehin im Netz schon gesehen, im Chat schon gesehen.
Eine Frage erscheint mir hier ganz wesentlich, die Selbstkategorisierung und die, könnte man sagen, das Selbstverständnis der politischen Häftlinge, eben in Abgrenzung zu anderen Häftlingen. Und da haben wir ja in dem Vortrag über stigmatisierte Häftlingsgruppen schon auch den Hinweis, dass es eben auch Häftlingsgruppen gab, die nicht in dieser Form repräsentiert waren. Könntest du da kurz Stellung nehmen? Ja, natürlich spielt das eine ganz große Rolle. Und zwar schon in den Erzählungen über die Zeit im KZ. Also wenn es um die Frage geht, wie ordnen Überlebende diese Erfahrungen in einem Konzentrationslager, wenn man Tausende erleben, ein? Dann sieht man bei besonders stark politisierten Häftlingen, die im Widerstand waren, die Kommunisten waren, die eine ideologische Zugehörigkeit hatten, sehr häufig das Argument, das war der Sinn. Ja? Der Kampf gegen den Faschismus, der Kampf gegen den Nationalsozialismus. Deshalb haben wir auch überlebt. Deshalb habe ich auch überlebt. Das ist die eine, sozusagen die eigene Erklärung, die sich Überlebende geben. Und die andere ist natürlich die symbolische Anerkennung nach 1945. Mhm. Also in vielen Ländern sind es ja genau diese politischen Häftlinge, die in Frankreich etwa ja sozusagen als die Speerspitze des Widerstands gegen die deutsche Besatzung gesehen werden und auch symbolisch geehrt werden mit Titeln, mit Medaillen, wo sehr genau unterschieden wird etwa zwischen politische Folgen zwischen aus Widerstandsgründen Deportierten. Also das ist eine sehr feine Abstimmung und das sieht man auch bei den unterschiedlichen politischen Ausrichtungen der Häftlinge, dass das durchaus eine Rolle spielt. Es gibt diese Idee der internationalen Solidarität im Lager, von der zwar sehr häufig in Interviews gesprochen wird, denen aber auch sehr viele Häftlinge widersprechen und sagen, das gab es nicht. Wir waren eigentlich alleine, wir waren zu zweit oder zu dritt und für uns hat Ideologie keine Rolle gespielt, obwohl sie auch als politische Häftlinge im Lager waren. Das sind aber auch jene, die dann jetzt in den Interviews, die ich mir angesehen habe, wenig über diese Organisationen sprechen. Also es spielt selbstverständlich eine Rolle für die, sagen, für die eigene Identität, aber auch für die Anerkennung, die offizielle Anerkennung nach außen. Alexander, ich nehme hier einen ganz wichtigen Gedanken mit, den du jetzt geäußert hast. Das heißt, nicht außer Acht zu lassen, wer spricht nicht über die Organisationen oder wer spricht in einer anderen Form, eben der Abgrenzung der Nichtzugehörigkeit. Denn wenn wir natürlich nur den Blick über das Reden über die Organisationen richten, werden wir nur die anschauen, die sich auch hier wirklich repräsentiert fühlen. Ja? Ich glaube, das war jetzt eine ganz wichtige methodische Überlegung auch, die wir im Hinterkopf haben sollten. Gut, ich würde wahnsinnig gerne mit Ihnen, mit euch allen noch stundenlang weiter diskutieren, aber ich fürchte, ich muss mich an die Zeit halten. Deswegen würde ich gerne aus den Fragen, die an den Christian Rabe gerichtet wurden, zwei mit der Bitte kurze Antwort herausheben, nämlich die Frage nach diesem Begriff des heiligen Ortes. Welche Quellen, also ist das eine Terminologie, die öfter auftaucht? Und auch die Frage,